allzu viele Worte, sondern möchte Ihnen, ich fliege nicht selbst, möchte Ihnen also, und Sie wissen das, unsere Pilotin vorstellen. Begrüßen Sie also Frau Regina Drewitsch. Fliegen war schon immer ein Menschheitstraum. Die Luft als das Element, das uns am Leben hält, den Atem lenkt und uns die Lungen füllt. Diese Luft will erobert werden. Fliegen ist seit jeher der Menschheitstraum. Die Luft, das Element, das uns das Leben gibt. Diese Luft zu erobern und zu beherrschen, ist Ziel dieses Projektes. Nein, nein, auch nicht. Echtes Problem mit dem Treibstoff. Soll ich es nur Müller erklären? Herein. Das ist Ihr Problem. Was? Nein. Das ist nicht mein Problem. Ich habe es Ihnen vor 4 Wochen schon gesagt. Was haben Sie mir denn gesagt? Dass wir ein Problem haben mit dem Treibstoff. Was habe ich gesagt? Lösen Sie das Problem, habe ich gesagt. Also lösen Sie es. Bis übermorgen ist noch Zeit. Ich kann es nicht lösen. Das habe ich Ihnen die ganze Zeit gesagt. Ich kann das Problem nicht lösen. Schreien Sie mich nicht so an, Dieterle, sondern machen Sie den Start verschieben. Der Start wird nicht verschoben. Sie lösen das Problem. Wir starten übermorgen, Dieterle. Das ist eine klare Sache. Ich habe schon so oft gesagt, ich kann das Problem nicht lösen. Und schon gar nicht bis übermorgen. Sie müssen. Dieterle, Sie müssen. Sie müssen! Wir starten übermorgen. Mach 10 ist das Stichwort. Hä? Mach hin, Dieterle. Mach hin. Krank. Ich bin nicht krank, ich bin der Projektleiter. Das war's. Ich kann die Verantwortung für diese Mission nicht mehr übernehmen. Dieterle. Ich gehe. Dieterle! Ah, Müller. Dieterle sagte mir gerade, es gäbe Probleme mit dem Zwei-Komponenten-Treibstoff. Probleme? Es gibt keine Probleme. Naja, Dieterle sagte mir gerade, es gäbe Probleme. Er ist der Wissenschaftler. Dieterle trinkt. Dieterle trinkt, aber er ist der brillanteste Kopf, den ich kenne. Ist der Einzige mit Überblick über dieses ganze Projekt. Ich bin der Projektleiter. Du bist der Projektleiter. Was tust du denn den ganzen Tag? Briefe ans Ministerium schreiben und sonst nichts? Du hast doch keine Ahnung. Du bist doch kein Wissenschaftler. Ich habe keine Ahnung. Natürlich bist du kein Wissenschaftler. Du hast keine Ahnung. Du bist hysterisch. Du heimst dir nur Herrn Bern ein, aber sonst machst du nichts. Wär doch nicht hysterisch. Ich bin nicht hysterisch. Soll ich dir mal sagen, wie Hysterie geht? Soll ich dir erst mal zeigen, wie Hysterie geht? Ich fliege dieses Flugzeug. Und es ist mein Leben, was auf dem Spiel steht. Du verlierst an Höhe! Du verlierst an Höhe! Achte auf die Höhe! Nein, die ganze Höhe! Nein!
Ja? Pressekonferenz. Ja. Die Fliegerin Regina Trebitsch ist heute gelandet.